Vielleicht war das wirklich alles, was nötig war, um Poseidon zu besänftigen. Schwarze Segel, Backbordseite! Und er führt uns auch zu Kamos. Bogenschützen, haltet eure Bögen bereit! Bereitet euch vor, sie werden dafür bezahlen, dass sie Poseidon und Atlantis beleidigt haben! Wir haben sie beleidigt. Oh, und plötzlich keine große Festung mehr! Um Kamos zu besiegen, müssen sie weiterbauen und ins klassische Zeitalter vordringen. Das kriege ich hin. Die Dorfbewohner sammeln die benötigten Ressourcen, um Einheiten auszubilden, Gebäude zu bauen und Technologien zu erforschen. Sie haben diese hübschen griechischen Röcke an. Sehr schön. Um schneller Ressourcen zu sammeln, müssen sie mehr Dorfbewohner ausbilden. Wirklich? Wo sind sie? Da. Dorfbewohner, was haben wir hier? Theseus, das ist mein Held. Und Atalante. Das ist die Heldin. So. Prostagma. Prostagma. Ich weiß nicht, was es heißt. Volume. Aber. Etimus. Es wird was heißen. Fritomus. Fritomus. Prosiche. Prosiche. Schöne, das ist schön gespracht. Metalefs. Die macht Gold. Ja, wir haben auch gleich deutlich weniger. Schöne Anfangsmission gerade, hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Prostagma. Was haben wir hier? Das bin ich, das ist mein Held, okay. Dann haben wir hier ein paar Vulome. Bogenschützen. Orthos. Wer ist er hier? Das ist mein Held. Das ist auch ein Held? Vulome. Ich habe zwei Helden. Der eine ist Kataskopos und der andere heißt Akanthos. Den kennen wir bereits. So. Wovor was? Und der haut da das Schwein platt. Sehr schön. Das ist doch gut. Gut. Ihre Dorfbewohner müssen Häuser bauen, um ihre wachsende Bevölkerung unterzubringen. Das machen wir doch direkt mal. Ein Haus kostet. Was kostet denn ein Haus? Ax. Hello. Wo werden mir denn die Preise angezeigt? Da, kosten 50 Holz. 15 Sekunden Bauzeit. Na dann. Tekton. Prostagma. Ich hatte mich ja gefragt, wie lange es dauert, bis der erste GOTT hier auftaucht. 20 Minuten lautet übrigens die Antwort. So, was haben wir? 400 Nahrung sammeln und klassisches Zeitalter. Bauen Sie ein Haus. Ja, das ist schon damit abgehandelt. Sehr schön. Schön, wie das Trömmelchen macht. Gefällt mir. Schöner Sound. So. Was haben wir hier? Hackpanzerung. Ah, das ist okay, das ist von dem Haus. Es ist wirklich viel wie beim alten. Ja, wann war das alte released? Ich weiß gerade gar nicht. Okay, alles klar. Bevölkerung ist hier auf 1000 gelimitiert. Früher war das mal auf 300, jetzt sind es 1000 übrigens. So, hier haben wir einen Götterzauber, den Köder. Okay, das können wir später nutzen. Und das sagt mir, dass ich 45 Einheiten habe oder sagt es mir, dass ich 45 Häuser habe. Was haben wir hier? Ein Zelt für 10 Bevölkerung. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe wieder. So, was haben wir hier mit dem Tech Tree? Muss ich gerade mal ein bisschen umschauen. Ich habe übrigens alles, ne? Auch die geilen Bilder hier. Da gibt es ja auch schlechte Skins. Aber ich habe die guten. Stark. Okay, cool. Herr der Pferde. Schön, ich spiele doch griechische Musik. I'm very happy about that. Das Menü könnt ihr nicht... Unter meinem eleganten Körper und hübschen Gesicht befindet sich noch ein Menü, das ihr nicht sehen könnt. Und eine Minimap. Die werde ich allerdings in dem Falle mal vorenthalten. Man kann nicht alles haben. So. Klassisches Zeitalter ist doch das, was ich erreichen muss, ne? Jawohl. Dafür brauchen wir 400 Nahrung. Die muss ich erst erwirtschaften, das ist völlig klar. Er sammelt Beeren, das macht er gut. Er sammelt Gold, da ist auch schon einiges angekommen. Dann würde ich nochmal einen Bewohner gerade herstellen. Was haben wir hier oben? Ups, egal was es ist, mach es weg, mach es weg. Ich erkenne auch gar nicht, was es für ein Bild ist. Egal, Karl.
Es ist alles rausfindbar. Wo ist er? Hier. Prosteche. Dann kann er Holz machen. Prostagma. Und Prostagma kann... Esto. Kann man Stein abhacken? Muss man Stein abhacken? Nein, muss man gar nicht. Dann macht er nochmal Nahrungsquelle. Sehr gut. Kornspeicher, Lagerhaus, dann haben wir eine Holzmauer. Denken wir mal den Begriff nach. Hier steht Holzmauer. Kornspeicher, eine Ablage für die Dorfbewohner und gesamte Nahrung, das ist klar. Eine Ablagestelle, gesammeltes Holz und Gold, das Lager der Huisle. Ah ja, aber wir haben 45 Wohneinheiten. Das scheint jetzt offiziell zu sein, weil gerade stand hier 28. Dann ist immer die Frage, welche Zahl ist da welche? Aber dann warten wir jetzt mal, bis wir die ganze Nahrung gesammelt haben. Können natürlich auch mit dem Lagerhaus hier noch ergänzen. Machen wir das mal hier dran irgendwie. Tekton. Architekton. Und ein Kornspeicher, der ist für die Nahrung. Den setzen wir mal direkt daneben. Hetimos. So. Den schicken wir jetzt mal zur Erkundung. Los. Dann wissen wir später mehr. Vulome. Vulome. Pani. Schick. Orthos. Man kann ihn auch automatisch erkunden lassen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ja, dann reitet er jetzt automatisch. Das ist sehr gut. Dann, früher fand ich es immer gut, wenn man die Leute so über die Insel geschickt hat. Aber das wird einem irgendwann, denke ich mal, sehr lästig. Deswegen lassen wir ihn das einfach mal so machen. So, was haben wir hier? Sehr schön, die 400 Nahrung habe ich. Um in das nächste Zeitalter vorzudringen und tödliche mythische Einheiten zu erschaffen, müssen sie einen Tempel bauen. Das kriege ich hin. Prosteche. Der Tempel ist hier. Oh ja, der gefällt mir. Wo packen wir den denn mal hin? Ich würde sagen hier. Tekton. Dann können wir Titanen bauen direkt. Er hat jetzt noch Nahrungsmittel, aber... Nee. Nee heißt übrigens ja auf Griechisch. Für alle, die es nicht wussten, wir machen hier noch einen. Was hat er? Ach, der jagt. Also, mir fehlt einfach einer, der es baut. Dann brauchen wir noch einen Bewohner mehr. Dann haben wir da... Boah, ist das ein geiles Game, Leute. Hahaha! Ich hatte jetzt gerade die Wahl. Entweder installiere ich's und zocke es den ganzen Tag mit euch. Oder lege ich mich nochmal ins Bett bis heute Nachmittag. Ja, ich habe die richtige Wahl vermutlich getroffen. Sehr geil. Was ist mit ihm hier? Ich dachte gerade, er hätte schon HP verloren. Das stimmt aber gar nicht. Das Reh hat HP verloren. Ich muss mal gerade hier ein bisschen dunkler machen. Sekunde bitte. So. Green hat schon wieder rumgeschniedelt, hier rumgeschmockt. Was macht mein Tempel? Gar nichts. Weil wir gerade keinen haben, der es baut. Soll erst kurz hier das Lager fertig machen. Moment. Ha. Dann kann er sich doch um den Tempel kümmern. Den habe ich ja völlig übersehen. Na sauber. Es gibt ein Menü. Damit kann ich die, Dorfbewohner einzelnen Aufgaben zuordnen. Das funktioniert aber nicht richtig, ist mir gesagt worden. Tim! Es ist wie Age of Empires. Esto. Das Game ist... Tekton. Ich weiß gar nicht, wann es das erste Mal erschienen ist. Vor... Weiß ich nicht, 10 Jahren oder sowas. Und jetzt ist es neu aufgelegt worden. Am 4. wird es released. Das ist die neue Version, Leute. Das ist das, was ihr ab Dienstag oder ab dem 4. Wann ist denn das? Mittwoch. Alle kaufen könnt. Das da, genau das. Es ist auch so geil wie Age of Empires, Tim. Kann dir versichern, es ist richtig geil. Obwohl ich gerade erst in der ersten Mission bin, aber allein das hat schon alles sehr viel Qualität. Was ist das sehr hier? Sehr gut. Benutzen Sie das Befehlsmenü im Dorfzentrum, um ins klassische Zeitalter vorzudringen. Aha.
So, wo haben wir es? Hier, da haben wir es doch. Klassisches Zeitalter. Ares, muss ich mich aussehen? Gott der Schlacht und der Gemetzels, Fokus Fußsoldaten, Schwerpunkt Kavallerie, Gott der Boten. Entweder nehmen wir Ares oder wir nehmen Hermes den Götterboten. Nehmen wir Hermes. Sie können im Menü Dorfbewohner-Prioritäten eine Voreinstellung auswählen, um Dorfbewohner automatisch auf Ressourcen zu verteilen. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, aber es funktioniert nicht richtig. Laut Dingen. Deswegen... Ich muss das jetzt aber machen, ne? Ich muss das wenigstens einmal durchklicken. Ach, guck mal, so funktioniert das. Interessant. Fokus Gold. Machen wir es ohne. Blinkt das da oben jetzt immer? Ich will das nicht hoffen. Vor allen Dingen... Ach so, jetzt verstehe ich, das ist so ein Kuchendiagramm. Sehr schön. Sie brauchen mehr Soldaten, um Camus zu besiegen. Errichten Sie eine Militärakademie und einen Schießstand. Wurde um sie Camus zu erschaffen. Gefunden. Haha! Hier ist er. Er ist Ägypter. Wo ist mein Speer? Ich hoffe nicht, dass es den Scout hier niedergemetzelt hat. Ist er noch am Erkunden? Der Kataskopos ist ein schneller, fähiger Speer. Mit ihm können Sie die Karte schnell erkunden, um Rohstoffe und Feinde zu finden. Ja, ich habe noch schon losgeschickt. Wo steckt der denn, der gute Kataskopos? Nicht, dass er schon tot ist. Wäre durchaus möglich. Was macht der Tempel? Pegasus, Leute. Der, was ist der Plural von Pegasus? Pegasei? Bauen Sie Mauern und Türme, um Ihren Stützpunkt gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Ja, das kriege ich hin. Einmal aufgewertet, schießen die Türme Pfeile auf Gegner. Wer ist denn das hier? Das ist ein Centaur, okay. Prosiche. Gut, dann lassen wir Prosiche jetzt erstmal, was haben wir hier? Militärakademie Schießstand, das ist für Einheiten. Feld, Marktplatz, Rüstkammer. Das wäre Katastrophus, genau. Das wäre Katastrophus. Abwehrturm, das klingt doch super. Tekton. Dann machen wir davon zwei Stück. Ich muss ein bisschen hier auf meine Ressourcen aufpassen. Tekton. Muss mir das mal übersetzen lassen. Ich habe ja eine griechische Tante. Muss mir das mal übersetzen lassen, was die hier... Also wenige Worte verstehe ich, aber das interessiert mich brennend. Ich pass auf, es ist immer schlau. Um weitere Schiffe zu bauen, müssen sie zuerst einen Hafen bauen. Tekton. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hatte jetzt den Hafen da angesiedelt, wo Wasser ist. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Heißt es in einem sehr bekannten Asterix-Film. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Sie müssen zur Hafenkommandatur runter? Kommt auch in diesem Film vor. Ein Hafen ist immer da, wo Wasser ist. Ja, ich baue ja gleich einen Hafen. Immer mit der Ruhe, Freunde. Prostagma? Ja. Tekton. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ach hier, da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Aber es ist ja der Anfang. Am Anfang ist immer alles easy. Das ist eine Kaserne. Das ist eine Akademie, also quasi Kaserne. Genau. Etimus. Dann brauchen wir noch den Schießstand. Tekton. So. Und einen Hafen. Einen Hafen. Hier. Das ist der Hafen? Sieht aus wie ein Leuchtturm. Das ist der Hafen. Tekton. Na dann. Zeigt er mir bei der Goldquelle an, wie viel da drin... Ja, 6000 waren es insgesamt. Ich verstehe. Ich werde bereits angegriffen, sehe ich gerade. Es ist auch schön, dass meine Einheiten hier rumstehen. So. Ich mach ihn. Da steht nämlich einer. Leger. Du willst auch kämpfen, gell? Was kannst du? Kriegsschrei. Pani. Oh ja, das war ein Kriegsschrei. Ich pack den mal mit hier rüber. Nee. Was haben wir hier? Kapitulieren. Nee, Waffenstillstand und noch immer Köder zum Jagen. Das ist das Erste, was man lernt, ist, wie man kapituliert. Großartig. Bauen Sie einen Hafen, bin ich dran. Wählen Sie Armeen aus, zerstören Sie das Dorfzentrum der Piraten.
Dann werden wir doch mal Armeen ausbilden. Was machen wir denn für Armeen? Wir können Toxotest nehmen. Oder wir können Hoplit nehmen. Mittlere Infanterie können wir auch. Ist das... Ginge auch. Aber das wäre so eine Verstärkung. Dann bauen wir mal 10 hiervon. Was kosten die? 40 Nahrung, 2 Gold. Ja, wie gesagt, ich mache mir jetzt so die ersten 2-3 Szenarien keine Sorgen, dass mir irgendwie die Dinger hier ausgehen. Oh, ich würde so gerne Multiplayer spielen mit anderen Leuten, aber ich weiß keinen, der es noch hat im Moment. Weil, wie gesagt, Release ist erst Mittwoch. Bevölkerungskapazität, wo sind wir denn? Ah, das meint er, da geht es um Häuser. Das heißt, das zählt ja auch, klar, die Einheiten zählen ja auch. Da müssen wir gerade mal mehr Häuser bauen. Oh, schön hier. Dieses Trömmelchen. Ganz toll. Das Trömmelchen. Übrigens, fällt euch was auf? Die Schweine, weil ich ja der Blaue bin, die Schweine haben alle einen blauen Schal an. Damit ich weiß, dass sie zu mir gehören. Das ist ja putzig. Bunny. Hetimos. Ich wäre gerne der Mensch, der den Schweinen den Schal anzieht. Was machen wir? Ich brauche noch ein Haus erstmal. Ein zweites Wohnhaus. Kann ich direkt hier neben. Dekton. Ich vermisse gegenwärtig Straßen. Ich glaube, es gibt keine Straßen. Oder noch nicht. Ich glaube, es gibt noch keine Straßen. Wollen wir hoffen, dass ich nicht kapitulieren muss, Leute, ne? Das wäre kontraproduktiv. Ich glaube, ich nehme hier auch noch mal 1-2 Pegasi mit. Was kosten die? 50 Essen, 2 Blitze. Wow. Da mal darüber. Machen wir direkt noch einen zweiten. Und was sind das? Zentauren. Hätte muss. Den Centaur lasse ich mal hier. Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass das hier jetzt der mega schwere ist. Was hat denn hier ein Dorfzentrum? Ich werde da jetzt nochmal. Ah, hier sind doch noch welche. Orthos. Leje. Vritomos. Moment, was brauche ich denn am ehesten? Gold. Dann soll er noch Gold mit abbauen. Metalefs. Dann machen wir jetzt noch einmal ein paar Bogenschützen. Machen wir nochmal 10 Stück on top. Ja. Und dann greifen wir da mal an. Er muss noch ein Haus bauen. Tekton. Tekton. Was heißt das? Wenn ich Griechen in der Community habe, was heißt Tekton? Leute, nach dem Game spreche ich perfekt Griechisch. Oder Demotisch. Weiß nicht, was die Ägypter reden hier in diesem Game. Sie könnten, also wenn es geschichtlich akkurat ist, sprechen sie entweder Demotisch oder Hieroglyphisch. Ja, das kann man besprechen. Wenn nicht, sprechen sie Arabisch. Aber ich glaube nicht, dass sie Arabisch sprechen. Cheers. Prostagma. Prostagma. Pani. Ich frage mich, ob die als 1 jeweils zählen, aber müssten sie ja. Ah, hier sind auch noch welche. Vulome. Ja, hier sind noch. Pass auf, ich reite da jetzt mal rüber und guck mal, ob ich da schon was aus. Die hängen geil, die hängen da in den Bäumen fest, die kommen nicht raus. Das ist doch nicht zu fassen. Vulome. Das gibt's doch nicht. Felix, grüß dich, hallo. Oder Falix. Hallo Solobeats. Ja. Die hängen da in den Bäumen fest. Ich habe die dümmste Armee der Welt. Also muss ich erst diesen Baum fällen, damit sie da rauskommen. Sie hängen hier fest. Aber Hauptsache, sie funktionieren. Kalos. Alter, da ist der Kalos. Das heißt, dann los. So, da ist der Dreizack. Na? Kommen die Pferdchen auch geflogen? Jawoll! Sie fliegen synchron. Synchron fliegen.
Da ist der Drei, zack. Oro. Auf einmal hat er mehr Einheiten. Aber ich hab's im Griff. Die haben kleine Anubis-Köpfe auf. Die Ägypter hier. Den hat man gerade gehört, den Schlachten. Ja, ich fürchte, ich muss noch mal angreifen. Das war's jetzt wohl noch nicht. Die Anubis-Köpfe haben gute Arbeit geleistet. Sehr schön. Dann fangen wir neu an. Es ist erst der zweite Angriff. Ich hoffe nicht, dass ich ein drittes Mal noch ran muss. Tja, und das war's auch schon mit dem Gold. Das gute Gold. Da hilft nur eins. Leje. Leje. Wir brauchen mehr Goldmenschen. Ich meine, hier, diese Armee ist ja auch noch da. Und sie kommt immer noch nicht raus. Sie ist immer noch von diesen Bäumen hier blockiert. Das ist eine Frechheit. Aber was willst du machen? Also, ich habe auch inzwischen hier die Aufwertung gegeben. Die Aufwertung geben wir auch noch. Wollen wir auch. Oh! Deswegen habe ich so wenig Gold, weil die Aufwertung so viel gekostet hat. Verstehe. Ich verstehe. Aber egal, wir machen einfach weiter. Die Hoplites. Moment mal, stark gegen Kavallerie. Gegen was sind die denn stark? Gegen Infanterie. Jetzt müsste der schlaue Tars natürlich herausfinden, ob das die Infanterie oder Kavallerie ist. Gut gegen menschliche Soldaten. Das hat er sich ja richtig gut ausgesucht. Ich glaube, das ist bei den Piraten gar nicht definiert. Egal, Karl. Ich mache hier nochmal 6 davon. Sofern ich denn Gold habe. Aber es fehlt Gold. Bunny. Ins Goldsackerl, ja. Immer schön ins Sackerl greifen. Steuern erheben. Leje. Vulome. Prostagma. Das ist mein Held. Den hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Brosche. Ich weiß nicht. Er muss hier weiter Holz fällen, damit ich meine Soldaten da rauskriege. Das ist echt crazy, Leute. Das war nicht gut. Das ist das Auge, das keine Ahnung was. Eine Vision. Der Pirat guckt sich an, wie ich wohne. Greift er an. Oh. Orthos. Sehr schön. Hier ist noch mehr Gold übrigens. Aber es ist nicht die Anzahl des Goldes. Hier sind 6000 Gold. Metalef. Sondern es ist die Geschwindigkeit, mit der es abgebaut werden muss. So, immer so viel wie geht. Vulome. Ich krieg die hier nicht raus, Leute. Oder kann das denn im Turm hier liegen? Nein. Kann man das versetzen? Man kann sie, man kann sie vom Wachturm aus, dann schießen sie, ne? Dann machen wir das doch. Wie sie da stehen und nicht rauskommen. Idioten. Ja, der weltdümmsten Armee, aber was willst du machen? Prostarma. Prostamar. Prostarma. Vritomos. Ich hoffe, der fällt das. Ich habe das gerade schon mal den Auftrag gegeben, da hat aber keiner reagiert. Egal, Karl. Wir brauchen noch ein weiteres Wohnhaus. Das machen wir gleich, bevor der jetzt da anfängt, diesen Baum nicht zu fällen. Weil Holz und Nahrung sind eigentlich auch gerade kein Problem. So. Ach so, der ist auch dran. Okay, ich verstehe. Es braucht halt länger, bis dieser Baum gefällt ist. So sieht's aus. Wenn ich hier hinten noch Holzfäller hab... Ja, hier, guck mal, der ZB. Der kann da ja auch unterstützen. Wo die jetzt die Bäume fällen, ist im Grunde genommen völlig egal. Hauptsache, sie fällen. Was haben wir hier? Ah, sehr schön. Bämur gibt's nicht, nein.
Aber Bäume. Hier. Aber keine Bämur. Die sind raus. Waldkunde. Das ist, um den Zentaur zu verbessern. Ach, der Pegasus konnte gar nicht angreifen. Müssen die Bäume fällen. Und es ist immer noch nicht. Es ist immer noch ein kleines Stückchen Baum über, bevor sie da rauskommen. Das ist ein bisschen komisch. Aber wir machen weitere Einheiten. Sehr schön. Haben wir da schon mal über 10? Über 10. Ja, ja, ja. Was ist mit den Zentauren? Die können aber angreifen, ne? Schneller berittener Bogenschütze mit Spezialangriff für präzise Schüsse, gut gegen menschliche Soldaten. Ja, okay, cool. Der Feller, wem es gefällt. Bunny. Ha, da sind sie. Ich hab sie frei. Wulome. Wie viele Einheiten, Erle? Wie viele ich gerade einfach mal nicht mitgenommen habe. Crazy. Da ist es echt crazy. Sehr schön. Wie sieht's denn Dings haustechnisch? Brauchen wir noch welche? Alright. Wir brauchen... Und vor allen Dingen einen von den Holzis. Und zwar ihn hier. Der hat gerade abgeladen. Der geht noch mit zum Gold. Es ist so wichtig, dass wir jetzt Gold bauen für unsere Einheiten. Haus. Tekton. Tekton. Braucht man einen Griechen. Wenn jemand einen kennt, soll man gerade einschalten und mir die Sachen übersetzen. Untätige Dorfbewohner 1. Ah, der vom Hafen. Das sehe ich ja gar nicht gerne. Metalefs. Was haben wir hier? Untätige Helden 1. Einverstanden. Untätige Militäreinheiten 20. Untätige Marineeinheiten 3. Einverstanden. Sehr schön. Ich frage mich nur... Aber für die Zentauren brauche ich 12 Holz. Habe ich doch. Ach nee, dafür brauche ich 12 Blitzeinheiten. Was ist das? Blitze, ne? Gefallenen sind das. Ah. Ich brauche also mehr Tote, um die guten Einheiten zu bauen. So sieht's aus, Freunde. Das ist im Real Life nicht anders. Wer was erreichen will, muss über Leichen gehen. Orthos. Erreichen Leichen. Deswegen reimt sich das nämlich auch. Ja, deswegen steckt in dem Wort sterben. Bunny. Auch erben. Wulome. Erreichen. Ja, ihr werdet das irgendwann rausgefunden haben. So, ich kann ihn eigentlich direkt das nächste noch bauen lassen. Machen wir mal hier unten mit den Häusern weiter. Perfekt wäre es jetzt noch, wenn ich Straßen bauen könnte, aber das ist so mein persönliches Ding. Ich hoffe nur, ich übertreibe es jetzt nicht. Ich glaube aber nicht. Wir können das Ding hier noch verstärken. Das kostet mich aber 20 Holz. Obwohl, ja, das kostet 200 Nahrung. 300 Holz. Das war hier nicht. Das ist mir jetzt gerade zu viel. Es wird ja im Moment nicht angegriffen. Was sind das da oben? Etimus. Auch noch meine. Na also. Orthos. Hol die mal zurück. Alles, was irgendwo sinnlos im Wald rumsteht, droht Gefahr zu sterben. So wie mein heiliger Scout, der leider... Ach, guck mal. Hier ist noch ein Pegasus. Dann lassen wir den noch mal spähen. Sauber. Dann soll der Pegasus mal weiterfliegen. Gut, dann haben wir hier noch mal ein eine Aufwertung. Die hat mich jetzt Gold gekostet, aber nicht viel. Das ist okay. So. Sehr gut, Leute. Wir nähern uns. Prosecce. Metalefs. Hier ist noch was. Ein Seespäher. Geil. Dann soll er mal den Seespäher... Was ist das für ein Viech? Ein schwimmender Pegasus. Also ein Pferdekörper mit einem Nixenschwanz. Aber kein Richard Nixenschwanz. Da müsst ihr aufpassen. Das kann man leicht verwechseln. Leche.
Pass auf, die sind doch hier mit ihrem Holz fertig, ne? Dann sollen die hier hinten Holz abbauen. Vritomos. Damit ich die hier nicht aus Versehen mit in den Kampf schicke, wenn ich das zusammenfasse. Vulome. Vulome, Vulome. Wie schaut's hier aus? Steht noch der eine Anubis? Sie heilen sich im Moment noch nicht, weil sie schwächlich sind. Aber sie werden sich wahrscheinlich irgendwann heilen können. Gut. Haha! Gold und Holz aus einem alten Schiffswrack geborgen. Oh, gar nicht wenig. Gold zumindest. Cool. Man kann das... Was ist das hier? Metalefs. Man kann es die Map leider nicht drehen. Da steht einer hinter. Ich krieg den nicht angewählt. Ah, guck mal, es ist schon einer mit reingeraten. Seht ihr? Metalefs. So, ah hier, 700 Gold. Sie. Prosseche, malista. Tekton. Sie arbeiten endlich. Das heißt, ich kann gleich noch einen zum Holz packen, aber Gold ist mir gerade mal wichtiger. Was haben wir hier? Bevölkerungskapazität? Achso, deswegen bauen wir Häuser, wie blöd. Sehr gut. Ah, okay, dann machen wir direkt... Orthos. Wie viele Einheiten habe ich? 28. Ich würde mal gucken, dass ich so auf... Weiß ich nicht. 40 komme. Mit 40 Einheiten versuche ich nochmal anzugreifen gleich. Ach, guck mal hier, Hühner. Stark. Sind essbar, ne? Jawoll. Essbare Hühner. Aber noch habe ich kein Nahrungsproblem. Oh, was? Man weiß ja schon, was einem so im Laufe des ganzen Lebens erwarten wird noch. Vulome. So, hier sind noch zwei in der Mache. Hauen wir da nochmal 8 hin. Und dann, oh, das fehlt Nahrung. Jetzt müssen wir mit der Nahrung gucken. Dann können wir einen von den Goldjungs mal auf die Hühner ansetzen. Etimi. Und der baut nochmal ein Haus. Tekton. Und dann schauen wir mal, dann müsste ich auch genug zusammenkriegen. Irgendwie. Was dauert denn hier die Herstellung? 12 Sekunden pro. Das heißt, 10 Einheiten dauern 2 Minuten. Das ist fair. Boah, ist das geil, Leute. Ich bin doch so geheilt. Aber gut, ich zocke erst seit 51 Minuten. Orthos. Plus 7 Minuten Kampftutorial. Das habe ich mir vorher gegeben. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Vulome. Weil es ist locker 10 Jahre her, dass ich das gezockt habe. Also die alte Version, das ist ja die neue Version. Aber es ist jetzt schon wahnsinnig geil. Prostagma. Ich werde übrigens nächste Woche einen Key hierzu verlosen. Und zwar exklusiv am Dienstag. Einen Tag vor offiziellem Release. Dann habt ihr es einen Tag früher. So sieht's aus. Lege. Am Dienstag werde ich einen Key verlosen für dieses Game. Wie viele sind denn jetzt noch über? Ein letzter. Ja, sehr gut, Tim. Prostagma. Vulome. Ja, dieses Game wird uns die nächsten Wochen vermutlich begleiten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich bei der 1-0 Satis mache, wenn das am 10. rauskommt, weil im Moment ist das hier deutlich hypiger. Sehr schön. Was fehlt mir? Ach, Bevölkerungslimit. Wir haben jetzt 44 Einheiten. Komm, dann machen wir noch die 50 voll. Er hat jetzt dieses Huhn draufgehauen. Sehr lustig. Also ich habe das Huhn gackern gehört und dann war es tot. An deinem Geburtstag. Das ist crazy. Aber du hast es doch schon. Man kann es dir doch gar nicht schenken. Oder? Doch, Satis hast du doch, ne? Da ist mein Pegasus übrigens wieder. Stark. Ganze Map ist aufgedeckt. Und hier ist der Seespäher.
schön. Er sehe spät vor sich hin. Das ist doch super. Werd den Pegasus jetzt hier mal zur Ruhe setzen. Hey Grill, grüß dich. Es geht mir super, danke. Wie geht es dir? Orthos. Wo sind wir jetzt? 43 Einheiten. Ich habe irgendwo eine Einheit gerade verloren. Ich weiß aber nicht wo. Egal, Karl. Wir hauen jetzt noch mal ein paar... Ich glaube, die haben gerade angegriffen. Noch mal ein paar Toxotests dazu, ne? Würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und wenn die fertig sind... Wenn das... Freut mich, Grilli. Wenn die fertig sind, greift man noch mal an. Nee, Zwischenfazit kann ich dir geben. Bisher... Geil. Es ist jetzt erst das dritte Szenario, das ich spiele, aber ich habe noch nichts gefunden, was mich irgendwie nervt. Und ich bin immer sehr schnell genervt von Early Access Games. Warum fliegt denn das Ding noch? Ah, man muss das deaktivieren, ich verstehe. Sonst fliegt da rum, aber die ganze Map ist aufgedeckt, das hätte nichts mehr zum Erkunden für den Peggy. Für Peggy Pegasus. Atmos. Sehr schön. Hetimos. Pani. Pani. Ich glaube, es sind die Age of Empire Entwicklers. Entwickler. Entwicklers. Entwickler. Ich glaube. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Wenn sie es nicht sind, haben sie sie gut kopiert. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das ist noch ein Zelt von den Piraten. Gut. Ich glaube, dahinter steht noch einer, der nichts macht, ne? Kann das sein? Ah, nee, das ist der HP-Balken von dem Gebäude. Es fehlen jetzt noch 6 Einheiten. Das heißt, ich muss doch mal 2 Häuser bauen. Leje. Nee, ein Haus gibt doch 10. Sehr schön. Wenn er das Haus fertig hat, dann haben wir genug Einheiten fertig. So. Was haben wir? Ensemble, wer hat, Relic Entertainment hat Age of Empires gemacht, ne? Ja. Schauen wir doch mal. Völlig andere Entwickler. So, aber völlig. Noch nicht mal einer ist annähernd derselbe. So sieht's aus. Gut. Einheiten sind da. Orthos. Prostagma, esto. Prostagma. Prostagma. 53. Ich mach ihn. Gehen wir mal auf diesen Anubis. Sie sind nackt. Hier steht ein Anubis rum. Schakalkopf, Leute. Der schakalköpfige Gott Anubis. Ich bin gerade mit, weiß ich nicht, 20 Truppen hin. Das hat ihn nicht sonderlich beeindruckt. Aber ihr seht, ich habe auch viel Gebäude gerade versucht zu zerstören. Na los. Ah, sieht schon deutlich besser aus jetzt. Ich bin ja so einer, der eher auf die Haut-Drauf-Taktik geht. Mit der fahre ich eigentlich immer ganz gut. Ich meine, wenn ich ihm das Gebäude hier noch mit zerstöre, aber die sind... Ich habe halt nichts dabei, was gut ist, um Gebäude zu zerstören. Dafür bräuchte ich Katapulte, aber die kann ich noch nicht bauen. Damit sind die Gebäude natürlich deutlich schneller klump. So. Ja! So sieht's aus. Next one.